So, das, jetzt muss ich jetzt ist mit unserem Auswärtstrikot erstmal anziehen. Auswärtstrikot haben wir blau, gell? Oh, Rocket League ist installiert. Jimmy! So, jetzt. Und bei dir? Hoppla, ich bin verstreut mit einem. Ich hab verlassen. Meine Hilfe, ich kenne mal auf. So. So. Warum trägst du denn jetzt die Brille? Und jetzt schießt rein. Na, komm, wir müssen das Spiel gewinnen. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir Tabelleplatz 2. Wenn wir das Spiel hier gewinnen, sind die Hamburger. Wir müssen Hamburg verlassen. So, Anzahl ist draußen an meine Spieler. Marco, wann seid ihr nochmal weg? Ich spiele in einem Winterland. Wir zeigen sie Ihnen live aus dem Volksparkstadion. Steven, ich spiele in Winterland. Im Schneestadion, im Schnee in Hamburg. Okay. Beim HSV-Stadion. Nach dem Mittagessen gehen wir halt weg. Im Volkspark hat's geschneit, liebe Zuschauer. Im Volksparkstadion hat's geschneit. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, zweiter den Dritten. Zweiter den Dritten. Und ich möchte den zweiten Platz erobern. Ich möchte meine nächsten drei Punkte mitnehmen. Auf ihn wird's ankommen, oh. Da bin ich sicher. Ein HSV-Spieler hat in den letzten drei Spielen viermal getroffen. Der ist richtig torgefährlich. Auf den müssen wir auch passen. Harald, wie kann, Alex, wie kann man einen Kumpel in Rocket League Lobby einladen? Wie weiß das? Ich weiß gar nicht mehr. Genau, ich hab vielleicht mal Rocket League gespielt. Wird es vielleicht mal am Montag vielleicht einmal nochmal wieder installieren. Aber jetzt habe ich gerade halt Lust, meine Spielerkarriere weiterzumachen mit meinem selbstverständlichen Verein. Ich glaube, ich werde mal vielleicht heute Abend noch Rocket League installieren. Oder vielleicht am Montag, dann muss ich mal wieder reinschauen. Wie das funktioniert. Wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Also ich muss auch mal wieder ein paar Partys vorproduzieren, dann man von Rotto lädt. Oder ich würde vielleicht einmal. Ich würde Rotto installieren und am nächsten Freitag livestreame ich Rotto. Das ist natürlich auch ein Risiko. Also springen ist auf X, alles klar. Wir müssen es heiß halten. Anpfiff und los geht's. So, Anpfiff hier in. Zweiter den Dritten. Wer wird das Spiel jetzt hier gewinnen? Jetzt ist er vorbei. Hamburg oder TSV Altenstein? Erst diese herrliche Parade, Rocket jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, dass Sie sich bedanken. Ist eigentlich ein schönes... Nein. Ja, das war Abseits. Abseits. Boah, gut. Ich habe gerade einen kleinen Fehler reingeschmissen bei mir, die Abwehr. Aber dann ist der Abseits reingekommen. Die Tabellenspitze ist für die Gäste heute in Reichweite. Aber Tabellenspitze ist in Reichweite. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Ich bin auf fremde Hilfe angewiesen. Und das Tor. So ein weiteres Tor. Auf dem ersten Platz ist natürlich Stuttgart. Und wenn er ein anderes Team den Stuttgart gewinnt, dann könnten wir Erste werden. Und ein schönes Tor vom Leo Messi. Junge, was war das ein schönes Tor von Leo Messi? Alter, das sind glaube ich so 29 Meter von den Entfernten ein Tor geschossen. Ungefähr, schätze ich mal. Von 9 Tore vom 21 Spielen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So.
Ich hoffe mal, dass die anderen richtig gut, dass Stuttgart muss auf jeden Fall, der Tabelleführer muss auf jeden Fall sehr viele Spiele verlieren und ich muss da Spiele hier gewinnen. Und ich glaube, dann haben wir noch das eigene Spiel oder noch gegen Stuttgart, da muss ich gegen Stuttgart gewinnen. Das gibt zwei Stoß. Also sind richtige Spiele jetzt. Gute Aktion. Mit dabei, um den Tabelleführer zu werden. Yeah, ich hab ein Tor geschossen. Ja! Ist rum schon! Cristiano Ronaldo läuft nach vorne! Er zieht vorbei! Oh, schießt! Kein Tor! Soll ich nicht verpassen, das Tor! Zu weit drüber geschossen! Der Schuss war schön, nur war das zu stark geschossen. Nur ich hab eigentlich gesagt, hier werden viele Tore fallen. Vielleicht habe ich mich auch wieder getäuscht. Ah. Okay. Nein. Schön dazwischen. Nein. Ah, jetzt schon mal. Komm, nach vorne spielen. Nein, nicht den Ball verlieren. Jetzt Freistoß. Freistoß. Nur weil ich den Kost vielleicht umgelichtet habe, gibt es da einen Freistoß. Ist klar. Pass kommt so schlimm war das kein Foul. Nö, es war doch leicht um die Dead. Trotzdem. Weil ich ja, blöd. Vielleicht die Konterchance. Ja, vielleicht die Konterchancen. Mal gucken. Messi. Messi, Riesenchance. Ah. Ball bleibt hängen. Angriff erstmal zu Ende. Oh. Er zeigt auf den Pass. Elfmeter. Diesmal muss ich den Elfmeter besser timen. Nicht so wie am anderen letzten Part. Das ist Handspielelfmeter, wird jetzt gut geschossen. So. Diesmal darf jetzt niemand anderes schießen. Diesmal darf. Mal in Neuer, komm. Nein. Chance, die Führung auszubauen. Der Strafstoß. Und ich triff den. Ich triff den Elfmeter. Hab gute Zeit mit. Ich würde eigentlich einen anderen Elfmeterschuss auswählen. Aber ich hätte schon rein die Lupf von den Elfmeter hier. Okay, aber ich habe gedacht, ich will mit dem daneben schießen mit dem Spieler. Aber wie schön ich da rein die Lupf von habe, ins rechte Eck rein. Junge, ich habe richtig gut. Ein Hartenschuss-Tor. Wow. Ein schöner Hartenschuss-Tor. So wie die Welt auch teilen. Sie machen einen guten Eindruck. Einmal also, ich probiere mit meiner neuen Elfmeterschieß, aber wenn ich mit denen reinmache, ist auch in Ordnung. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und da gibt's jetzt den Einwurf. So. Wir müssen jetzt das 2-0. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 0-2 erhöhen. Müssen wir die 2 Tore erhöhen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Weil ich weiß, Hamburg ist sehr vorgefährlich. Weil die sind auch. Aber das war stark gemacht. Ich möchte die vom Tabellenplatz 2 drehen. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Komm, eine Minute Nachspielzeit. Das ist noch ein guter Schuss. Auf ein Tor. Jufasa Makuku. 3-0. Jufasa Makuku. Sonst ganz okay. Der ich hab dich nicht verstanden mit dem Schreihals. Es ist ganz okay, aber ich krieg die Lenkung nicht rein. Deswegen. Da gibt's gar nichts zu halten. Ich hab dir mal eine Einladung geschickt. Ein schönes Kopfballtor von Jufasa Makuku. Der Torwart wird vom Strand gekommen von Hamburg, von HSV. Wieso tritt's da nicht bei, sollte? Ich hasse es, wenn es nicht annimmt, wo es annehmen soll. Halbzeit! Jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Ansprache ist aber die Spieler. Das Spiel ist sehr gut, das Spiel war sehr gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Tempo hoch tun. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal eine Taktikänderung für mehrere Tore. Würde ich sagen, kommt jetzt
kommen zwei sprüchliche Spieler mit rein. Es gibt auch einen Pass, da kannst du Sachen freischalten. Auf jeden Fall sage ich, der Spieler Reala Dauti wird jetzt frisch eingewechselt. Aber da will ich sagen, dass der Spieler, der dafür eine Poste spielt, weil ich der nicht spielen kann, aber egal. Rote Aufrufezeichen, da kann ich die Poste gleich spielen. Ist mir egal. Weil ich brauche jetzt einen frischen Mann hier. Und das ist der Spieler Reala Dauti. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Hä? War ein privates Spiel oder? Ah, Cristiano Ronaldo? Ei. Gut verteidigt. Naja, der verteidigt am richtig gut HSV. Also die Hamburger verteidigen sind richtig gut hier. Newcastle hat einen Neuzugang geholt. Den Spieler, wo ich eigentlich gar nicht kenne. Du hast die Lizenzenvereinbarung nicht akzeptiert. Ich kann mich gar nicht einladen. Eine sehr unangenehme Situation. Welche Lizenzen? Schön dazwischen gegangen. Oh, wo schieße ich denn hin? Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Wo schieße ich hin? Die Partie wurde unterbrochen. Wo habe ich denn hingeschossen? Dann aus. Jawohl, weiter. Jetzt komm! Da ist die Chance! Ja! Der Volley! Sie können sich absolut auf den Pass. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war ja harmlos. Mann! Da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu haben. Das ist eine super Parade. Ein Pass kommt nicht an. Der Pass wurde eigentlich perfekt machen zum Spieler Reala Dauti, aber HSV war richtig gut dran. Ja, das gibt Einwurf. Der Colosso-Spieler, Reala Dauti, der möchte sich ein Tor schießen. Gutes Taking. Ah, der fand jetzt mal zu Leo Messi. Mal sehen, welche Spieler Reala Dauti. Mal ist mein Pass auf Leo Messi. Kurze Distanz. Ich hab den Mann schon. Eine Vorlage war so schön. Der harte Schuss war eigentlich falsche Entscheidung. Wird es gefährlich. Okay, es ist immer noch 3:0. Also, ein Sieg ist eingetütet, aber ich möchte den Sieg noch eine Schippe drauf machen. Also, ich möchte schon noch ein bisschen höher drauflegen, die Führung. Moritz Heyer. Bevor es blödsinnig dann noch ein wenig auf Instagram zur Fehlung kommt, falls wir dann auf 3:3 stehen. Kittel. Dann ist irgendwie schon. Besser. Ah. Der HSV mit Freistoß. HSV mit Freistoß. Noch so ein Zweikampf und dann ist er fällig. Dann sieht ja, er noch ein Zweikampf Coach und dann ist er fällig. Mit gelber Karte. Den hat er förmlich geahnt. Jetzt renn, komm. Da ist er alleine durch. Ja, 14:04. 4 vorne Fahne. Ich mache, was ich wolle. Das war der. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding. Ja, zweier Putt von Spieler Yufa Samakuku. Ich schieße den ins rechte Eck rein. Mit die Spitze. Große Freude auf Pep Guardiola freut sich hier. Zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt so sein. So, nur um sich rein. Hopp. Gutes Spiel. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Ja, die Partie ist gut entschieden. Ich habe jetzt, ich gewinne hier. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Karte? Ende. Was? Mein Gott. Ja, toll gehalten. Ja, ich hör dich nicht wegen Schreihals. Messi verlässt das Feld, sie wechseln aus. Denn Harald ist manchmal auf dem Schreihals. Man merkt's. Jetzt kommt Reus rein. Von Lilia Messi geht runter. Okay, Ecke für Donald, Spieler Donald. Schießt jetzt die Ecke. Der Ball kommt rein. Gefahr bereinigt. Und so, ja.
Also du bist auf keine Karte gespawnt, oder? Doch, ich bin gespawnt. Da bin ich in Arena. Nicht mehr gefährlich, Steilpass. Royce! Oh. Er kommt an den Ball. Der Ball ist vor reingerollt. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ey, das möchte ich dir noch mal wiederholen anschauen. Hier, Wiederholung. Na, no, da muss es noch eine Kritik. Junge, was war das gerade? Hier, Kommando Reus. Wird reingefault. Der Ball rollt ins Aus, aber wird fast ins Tor reingerollt. Alter, jetzt noch ein zweiter Ball auf Platz 3 gelandet wird, dann hätte ich ein Problem. So, nochmal eine Ecke von Donald, Spieler. Ecke kommt in die Mitte. Volles Risiko! Volles Risiko! Tor zum 0 zu 5! Ganz starke Szene! Ich rasiere hier! Hamburger! Hamburger werden hier Blatt rasiert! Und dann einfach eiskalt abgezogen. Der schöne Ecke von Spieler Donald! Du spielst eklig aus, weil 5-0 gewonnen. Partie, die Gäste haben gewonnen. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Ja, fast doch noch mühelos. Hauptsache. Aber das, das beste Tor war eigentlich der Elfmeter. Alter, wie, das war der Schuss-Elfmeter, wo ich geschossen habe. Das Elfmeter-Tor. Es war nicht mit der Spitze, sondern es war mit die, wie nennen wir das? Also, harter Schuss ist die Spitze. Wenn man es mit der anderen Seite schießt, wie nennen wir das eigentlich nochmal eigentlich? Nach Spielende bei uns sind. So ein Teil. Oh, ja, stimmt, über den Spieler will ich gerade nicht recht reden, weil der ist gerade. Und gerade in den, bei der wird er mal wieder spielen dürfen, aber jetzt gerade bin ich mit der Aufstellung gerade zufrieden, gerade deswegen. Danke für dieses Gespräch. Vielen Dank. Dieses Interview hier. Ich geh mal auf Klo. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein nächster Gegner ist Holstein Kiel. Aber jetzt mal kommen wir mal gucken, wie sieht es davon aus. Ja, ich bin 2. So, Stuttgart. Den Win spielt Stuttgart eigentlich. Hoffen wir das auf. Stuttgart muss das nächste Spiel aber verlieren. Und für Stuttgart jedes Spiel gewinnen, dann muss man halt mit dem zweiten Platz halt aufsteigen. Als Vize-Zweite-Liga-Meister. Aber jetzt muss ich das Retour-Farbe ändern. Weil Holstein Kiel im Blau spielt. Und weil mein Ausweichtritt auf Blau-Delb ist, muss ich mit mein schwarzes Retour reingehen.